this one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MCSG hier auf dem mcgamer.net Server, hier auf dem Map Alaskan Village. Mal schauen, was wir hier reißen können. Ja, ich habe ein paar Sachen anzusprechen, also wie euch das sicherlich schon aufgefallen ist, habe ich einen neuen Banner drin und ein neues Profilbild. So weihnachtlich vom Lone hat das mir gemacht, mein Designer halt, der mir sowas schon öfter gemacht hat. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, in der Beschreibung verlinkt. Und ja, mal gucken, das Pack finde ich passt eigentlich auch ganz gut dazu, weil es ist vom Basti GG, das Eispack, ist jetzt auch schon ein Jahr ungefähr alt. Okay, da kassiere ich erstmal. Alter, unser Stuff. Leider kein Schwert, aber wir haben guten Stuff bekommen. Gomma leckt immer noch. Jedenfalls am Tag, wo ich aufnehme, ist heute Dienstag. Leckt auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Vielleicht Freitag. Bis dahin ist es bestimmt schon gefixt wieder auf dem Gomma-Server. Oh, Leute, Full Iron. Oh, nee, das hätte ich nicht anziehen sollen. Ich werde jetzt, kriege ich ein Target. Oh, nee, da kommt schon jemand. Doch, bitte, wir brauchen jetzt schnell ein Schwert. Das wäre mega ärgerlich. So, mein erster Aufnahmeversuch. So, ich hatte eben versucht, ein bisschen Skywars Half-Pixel 100 Spieler Skywars aufzunehmen. Aber ich habe da irgendwie, hat es da immer geleckt bei mir mit 100 Spielern, keine Ahnung. Das war nicht so schön. Okay, der Typ wird mich sicherlich verfolgen, wenn er mich gesehen hat. Okay, bitte ein Schwert. Ja, Leute, wir haben eine Waffe. Wir können sogar ein FNS craften, machen wir auch mal. Ich finde, auf MCSG ein FNS ist immer wichtig. Keine Ahnung. Secondaries sind eh immer wichtig, also ja. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch ein paar Leute töten in der Runde. Die sollen natürlich auch schön werden. Ich will endlich mal wieder Endergames zocken, weil momentan hat der Gommeserver immer seine Probleme. Ab und zu kann man ja sogar in Runden joinen, aber dann lecken bei mir irgendwie die Spieler so ein bisschen rum. Ist auch etwas merkwürdig. Ich kann diesen Map-Neuladetrick gar nicht machen, weil ich eine 1.8 spiele, da bringt es nichts. Funktioniert es nicht so wie eine 1.7. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem ein paar schöne Gegner finden werden. Leck gehabt und irgendwas komisches gehört, aber ich glaube, das war kein Gegner. Okay, wir können auch ein bisschen looten in der Zeit. Brauchen wir auch noch zum Beispiel einen Bogen, wäre ganz schön. Okay, ich habe das Gefühl, dass hier hinten irgendwo jemand ist. Essen haben wir auch nicht. Wir haben mal ein Gold, aber wir haben einfach mal mega den starken Stuff. Wo wir noch keinen Kill gemacht haben. Vielleicht werde ich auch einfach einen Cut setzen, bis ich meinen nächsten Gegner gefunden habe. Also hier ist schon mal kein Gegner. Hier ist auch kein Gegner. Okay, wir haben immer noch keinen Gegner. Ah, Leute, da vorne ist ein Gegner. Mal schauen. Oh, hat der auch Full Iron? Lol, fast Full Iron. Und der hat wahrscheinlich auch eine Angel. Ich weiß nicht, ob er mich bemerkt hat, aber ich denke... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade versucht habe. Okay, nice, wir haben ihn. Wir gappen mal lieber sofort. Weil der scheint mir auch... Obwohl, der ist nicht gut. Sonst hätte er nicht FNS gespielt. Ich habe auf einmal ein Leck gehabt und jetzt renne ich ins FNS rein, deswegen... Alter, keine Ahnung, da hatte ich einfach ein Leck. Dafür konnte ich auch nichts. Das lag jetzt nicht an mir. Also jedenfalls, dass ich da reingegangen bin. Okay, er brennt wieder. Okay, ich darf keinen Schaden, nicht so viel Schaden bekommen, das verbrenne ich. Oh Leute, wir haben ihn. Ist hier irgendwo Wasser? Bitte nicht verbrennen. Oh, wir haben Glück gehabt. Okay, warum ich da einmal, keine Ahnung, ich habe es glaube ich auch gesehen, dass es da geleckt hat kurz, deswegen bin ich ins Feuer. Das war natürlich nicht extra gemacht. Okay, jetzt sind wir auch wirklich Full Iron, also auch mit Eisenhelm. Ich weiß nicht, ob er eine Angel hatte, ich glaube... Ich dachte eigentlich, dass er eine Angel hat, hat er anscheinend nicht. Egal, gehen wir mal zum Spawn. Na, erstmal müssen wir noch ein bisschen raggen. Wir können ja hier mal kurz gucken, ob wir noch ein paar Kisten in den Bergen finden. Gibt's hier öfters mal. Könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr sonst noch sehen wollt, sobald, falls kommen immer jetzt eine Woche oder lang so nicht gehen würde. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr sonst noch gerne sehen würdet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bald wieder gefixt ist. Aber jedenfalls spätestens am Wochenende müsste es eigentlich klappen. Ja, wir brauchen echt einen Ward. Wäre echt schon ganz nice. Aber egal. Dann gehen wir mal so zum... Aber wir haben ja auch eigentlich gut angezündet. Ich glaube, wir haben zwei FNS gesetzt und beide Male getroffen auch. Ja, nur ein Steinschwert. Lol. Einfach noch ein Gäppel. Na gut, wir haben gegäppelt. Das war... Na gut, ohne den Gäppel wären wir gestorben. Also war es schon ganz gut, dass wir den eingesetzt haben. Denke ich. Lol. Wie viel Gold wir einfach mal sind. Das einzigste wirklich, was hier. Ah, okay. Das einzigste, was hier so wirklich drin sind, ist ein Goldäpfel. Das ist eigentlich ziemlich stark. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir warten erstmal hier in der Nähe. Gucken mal, dass hier ein Gegner kommt. Ich denke, das wäre ganz praktisch. Denn bei, keine Ahnung, jetzt irgendwo hinzurennen und dann da keinen zu finden, ist ja auch ein bisschen blöde. Es gibt auch noch 6 Spieler, also können wir auch noch ein paar Leute töten.
Warten wir einfach mal. Ich hoffe, dass es kein Team ist, obwohl ein Team wäre wenigstens schöne Herausforderung. Wäre auch ganz nice, aber ohne Rod ist es manchmal ein bisschen blöd. Okay, da vorne ist ein Gegner. Okay, auf dem Eis ohne Rod und da ist noch jemand. Der hat ein Eisenschwert. Mit dem Eisenschwert-Kollegen gehe ich vielleicht erstmal von hinten rauf. Okay. Ich weiß nicht, der eine stoppt bestimmt ab dann. Weil die Team. Ach scheiße, müssen sie denn Team? Ich will doch keine Herausforderung. Das wird hart werden, gegen die beiden zu gewinnen. Vielleicht sollte ich einfach irgendwo rumrennen, bis irgendein anderer Typ kommt, der mir helfen kann. Oder ich kämpfe gegen die beiden, aber ohne Angel. Ja, ich renne nicht weg, ich gehe rauf. Entweder sterbe ich oder ich sterbe nicht, ganz klar. Ah, da vorne sind auch noch zwei andere. Die werden wahrscheinlich gleich Team. Dann werde ich vielleicht mal abstauben gehen oder so. Keine Ahnung, muss ich wenigstens nicht das alles übernehmen. Okay, die gucken sich so an. Okay, jetzt kommt es zum Kampf, bis ich da vorne bin. Sind wahrscheinlich schon die ersten Leuten gefallen, obwohl die spielen beide so sehr zurückhaltend, habe ich so das Gefühl. Ich gebe immer rein, dass ich das auf jeden Fall überlebe. Weil das ist ein ziemlich großer Kampf. Okay, ich glaube, das Team überlebt noch, deswegen... Nee, doch nicht. Okay, da haben wir einen. Wir holen uns mal das Eisenschwert und den Bogen. Okay, und dann gehen wir weiter. Okay, da ist jemand tot. Dann gehen wir auf ihn. Haben wir einen Ward? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nicht lange gelootet. Ich habe mir einfach den Bogen genommen und will jetzt den töten, weil der ist ja auch relativ low life, denke ich. Vermute ich. Ist halt die Frage, wenn er jetzt nur wegrennt. Er weiß halt nicht, also er weiß, er denkt wahrscheinlich, ich bin voll und will deswegen nicht kämpfen. Ist ja auch verständlich, okay. Ja, müssen wir taktisch vorgehen. Am besten jetzt, keine Ahnung, zwei Gegner können wir machen, haben wir wenigstens 4 Kills oder so in der Runde. Was hat der eigentlich? Keine Ahnung, ich denke, er holt sich ein Diaschwert, glaube ich. Oder Pfeile oder so. Komm, ich will jetzt noch gegen dich kämpfen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja, wir haben ihn. Nice. Ist auf jeden Fall eine schöne Runde bis jetzt. Die Ward nehmen wir noch gerne an uns. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen was an Stuff weggeworfen. Da freut sich vielleicht der andere Kollege drüber. Aber ist jetzt auch egal. Okay, wo ist der letzte Gegner da vorne auch noch? So ungefähr Full Iron. Also ein fairer Kampf. Ich überlege gerade, ob wir pre-gappeln sollten oder nicht. Wir können uns auch noch Pfeile craften. Aber im 1 gegen 1 Pfeile zu craften ist immer ein bisschen riskant. Der geht aggressiv rauf. Ich meine, ich finde, Gegner gehen selten von mir so aggressiv rauf. Aber damit haben wir ihn getötet, GG. Und das war's dann mit der MC-Speed-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Venix vorbei, der mit den schönen Banner und das Profilbild gemacht hat. Schaut einfach vorbei. Letzter Link, glaube ich, in der Beschreibung oder so. Und ja, damit ciao, ciao.